Das ist die erste 5G-Antenne der Schweiz. Sie ist installiert worden direkt neben dem Sunrise-Sitz in Oerlikon. Die 5G-Antenne ist das rechteckige weiße Panel im unteren Bereich der Installationen. Somit ist das die erste 5G-Antenne im Betrieb in der Schweiz. Und das, obwohl die Lizenzen noch nicht freigegeben oder versteigert worden sind durch den Bund. Today we demonstrate not only the first antenna, we also demonstrate the first 5G hotspot worldwide here today in Zurich. Well, we are using a license from an organization called BACOM, and that's a test license, and we're allowed to use that license for a number of months. Das ist der Hotspot, der unter anderem zwei 4K-Fernseher betreibt. Das braucht einen schnellen Internetanschluss, den aber nicht jeder hat. Mit 5G könnten so beispielsweise ADSL- oder VDSL-Anschlüsse ersetzt werden. Der Hotspot ist ein Gerät von Huawei aus China und wandelt das 5G-Signal um. So können die Geräte über WLAN oder Netzwerkkabel aufs Internet zugreifen. Solche Hotspots gibt es ja nur ganz wenige. Unseren haben wir direkt aus der Fabrik geholt. Das hat unser chinesischer Kollege gemacht. Der ist direkt zur Produktionsstätte gefahren, hat ihn dort in Empfang genommen. Er hat mir selber gesagt, das war noch warm, das Teil. Ja, als er es eingepackt hat, hat es in die Tasche gesteckt und ist damit dann direkt zu uns hier nach Zürich geflogen. So sieht sich Sunrise als 5G-Pionier und glaubt, dass Anwendungen wie die zuerst real werden, vor vernetzten industriellen Anwendungen wie selbstfahrenden Autos, Robotersteuerungen und Sicherheitsanwendungen. Für die braucht es ein flächendeckendes 5G-Netz. Aber eben, es gibt noch ein paar Hürden, die 5G vor einer breiten Einführung ca. im Jahr 2020 nehmen muss. Die Vergabe der Lizenzen durch den Bund und das Anpassen der Strahlenschutzvorschriften. Sonst lässt 5G noch lange auf sich warten.